guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich begrüße Sie hier aus dem St. Antonius Hospital in Eschweiler, einem der Krankenhäuser, der initial direkt in einem Hotspot-Gebiet denn beteiligt war. Wir haben insbesondere Patienten übernommen und einige Mitarbeiter kommen auch aus dieser Region. Und deshalb haben wir uns auch mit diesem Thema zusammen mit der Berufsgenossenschaft in Hamburg sehr intensiv beschäftigt. Deshalb zu unserem Thema, die SARS-CoV-2-Infektionen bei Beschäftigten eines Krankenhauses in der Nähe eines Hotspots. Und da will ich Ihnen einige Daten einmal präsentieren, aber vorab sehen Sie auf dem nächsten Slide einmal, wo sind wir hier genau? Eschweiler, wo liegt das überhaupt? Eschweiler liegt in der Nähe von Aachen, ungefähr 40 Kilometer von Heinsberg denn entfernt. Da sehen Sie auf jeden Fall diese Nähe direkt zu diesem Hotspot-Gebiet und dazu denn einiges mehr mit dem Folgenden. Hintergrund, die 7-Tages-Inzidenz, wenn Sie auf die Daten vom RKI schauen, habe Ihnen die Daten mal mitgebracht vom 1.11.2020, da liegt die ungefähr bei 115 Fällen pro 100.000 Einwohner. Einige Bundesländer, auch unter anderem Nordrhein-Westfalen, liegt weiterhin über dieser Gesamtinzidenz. Das ist zwar dramatisch, aber wir müssen der Sache ins Gesicht schauen. Woran liegt das? Es liegt meistens an privaten Aktivitäten, Feiern im familiären und Freundeskreis, wie Sie es selber auch wissen. Und für mich oder für uns, für viele Mediziner ganz dramatisch ist eben, dass die Zahl der intensivmedizinisch zu versorgenden Patienten um den Faktor 3 in den letzten 2 Wochen zugenommen hat. Und das ist wirklich alarmierend, nicht nur für Patienten, auch für Mitarbeiter. Und im nächsten Slide zeige ich Ihnen noch einmal die Daten weltweit von Mai 2020. Da lag Deutschland noch im Top-Bereich Top 8. Aber wir hatten dato noch ungefähr 4 Millionen bestätigte Fälle und zum heutigen Datum, oder das heißt zum gestrigen Datum, Daten sind Sie hier einmal vom 1.11.2020, liegt Deutschland weltweit an Top 15, aber wir haben ungefähr 50 Millionen bestätigte Fälle und das ist weiterhin alarmierend. Wenn wir auf dem nächsten Slide auf die Fallzahlen in Deutschland dann schauen, auch hier die Daten vom RKI vom 1.11.2020 sehen Sie hier eindeutig die rot markierte Landkarte, wo die Fälle der 7-Tages-Inzidenz dramatisch gestiegen ist und wir haben fast nur noch rot markierte Areale. Das heißt, wir müssen uns hier ganz arg an die Regeln halten, die ja zum heutigen Tage, heute ist ja Beginn des Lockdowns, wir sehr ernst nehmen sollten. Und gerade beim nächsten sehen Sie hier, wir haben zwar die Intensivbetten, also es heißt, wir haben die Intensivbetten, aber was haben wir nicht? Wir haben kein Personal. Ich sage schon immer, was nützt einem das teuerste MRT-Gerät der Welt, wenn wir kein Personal haben? Und deshalb, wie gesagt, Personal steht im Mittelpunkt, auch in unserem Klinikum, mittendrin und auch der Mittelpunkt einer Klinik sollte das Personal sein. Deshalb beruhe ich das des Weiteren auf mein Mit-Mit-Prinzip, mit dem Mitarbeiter und im Mittelpunkt sollte stets der Mitarbeiter auch stehen. Die Zahlen, woran wir zurückgreifen, sind meistens auf das DIVI-Register und wie Sie beim nächsten Slide sehen, beim DIVI-Register, wir haben zwar noch einige aktuelle freie Betten, auch das im Hochrisikobereich, sind über 5000 Betten noch frei. Das ist ja sehr nett, aber wie Sie selber wissen, wir haben kein Personal. Das ist zwar ganz nett, wenn wir Betten denn haben, aber das Personal krankt auch in den letzten Tagen mehr und mehr, was ich Ihnen später auch nochmal zeige und auch demonstriere. Aber wir müssen auf das Personal achten. Das sagt auch hier zum Beispiel aus der Deutschen Gesellschaft für Fachkrankenpflege. Wir müssen die Patienten weiterhin fachgerecht betreuen. Das können wir aber nur, wenn wir qualifiziertes Pflegepersonal haben, was wir das zu dato nicht mehr unbedingt denn haben. Und hier auch eine Pressemitteilung, was alarmierend ist aus dem DIVI-Register. Naja, die Zahlen scheinen doch nicht so ganz korrekt zu sein. Krankenhäuser haben falsche Angaben gemacht, sodass die Zahlen aus dem DIVI-Register wir doch etwas mit Skepsis oder skandalös betrachten müssen und sollten. Wenn wir auf den Hintergrund auf diesem nächsten Slide zurück einmal drauf schauen, sehen wir gerade jetzt in der Pandemie, auch jetzt in diesem Lockdown, obwohl wir uns im Lockdown befinden, hat diese SARS-CoV-2-Infektion eine ganz große Bedeutung für das Gesundheitssystem und insbesondere für die Krankenhäuser. Mitarbeiter, auch hier, wir haben sie sehr früh gepflegt, wir haben die Mitarbeiter an die Hand genommen, wir haben den Mitarbeiter gesagt, ja, wir kümmern uns um euch auf jeden Fall und haben auch mit der BG sofort Kontakt aufgenommen, wie können wir das tun, wie können wir es intensivieren. Das heißt,
Wir haben gesagt, wir machen mit dem Professor Nienhaus und seiner ganzen Gruppe aus Hamburg eine prospektiv angelegte Studie oder eine arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung, zwar als Studie begleitet, und das haben wir auch dann entsprechend hier in Eschweiler umgesetzt. Das war eine Querschnittsuntersuchung, die ich Ihnen jetzt präsentiere. Die Querschnittsuntersuchung war in diesem Zeitraum von April bis zum Anfang oder Ende Mai 2020. Und alle Mitarbeiter erhielten sozusagen einen tiefen nasopharyngealen Abstrich, als auch eine Serumprobe, das heißt mittels Blutprobe, entnommen. Und das Ganze wurde dann irgendwann quantifiziert und analysiert. Die Auswertung, welcher Mitarbeiter nun positiv ist, daran haben wir uns definiert, ein Mitarbeiter ist nur dann positiv, wenn SARS-CoV-2-RNA, also mittels PCR, vorliegt und oder IgG in der Serologie nachgewiesen werden konnte. Und hier sehen Sie einmal den Fragebogen, was wir den Mitarbeitern mit in die Hand gegeben hatten. Damals noch sehr verunsichert, das war ja gerade mal so in den Vorbereitungen im März. Wir wussten nicht ganz genau, was sind die Symptome. Wir haben einige Symptome bestimmt auch vergessen, aber unwesentlich sind die meisten Symptome hiermit aufgeführt. Wir haben nach der Kontaktart gefragt, wir haben nach der Indexperson gefragt, nach den Vorerkrankungen, und das Ganze möchte ich Ihnen entsprechend auch jetzt demnächst präsentieren. Auf dem nächsten Slide sehen Sie einmal, welchen logistischen Aufwand das Ganze doch in Kraft genommen hatte. Wir haben ein großes Team, ein Studienteam zusammengesetzt, überwiegend aus verschiedenen Bereichen des St. Antonius Hospitals, aus dem Qualitätsmanagement, aus dem Risikomanagement, aus der Hygiene, aus verschiedensten Bereichen der Pflege und auch der Ärzte, die das Ganze mit betreut haben. Also ein sehr, sehr großes Team, ungefähr von 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die das Ganze begleitet haben und uns auf diese Weise unterstützt haben. Sie sehen einmal hier die Administration, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin stellt sich vor bei unserer Qualitätsmanagement, Risikomanagement. Anschließend geht es zu einem nasopharyngealen Abstrich, der durchgeführt wird von Seiten der Hygiene des Hauses. Anschließend geht es zur Blutentnahme, die durchgeführt wird von verschiedenen Pflegekräften und Ärzten dieses Hauses. Und final wird das Ganze dann abgeschlossen mit einem individuellen ärztlichen Gespräch, also betriebsärztlichen Gespräch. Sie sehen hier im Bild die Frau Dr. Kranen. Ganz liebe Grüße auch an Sie. Ohne Sie wäre hier vieles nicht zustande gekommen. Und anhand dieser vier Fotos möchte ich Ihnen auch klar machen, welcher hoher logistischer Aufwand hinter dieser Studie steckte. Die Ergebnisse. Die Ergebnisse zeigen eine verdammt hohe Teilnehmerquote von 89, also fast 90% der Mitarbeiter haben an dieser Studie teilgenommen. Und positive Fälle, wir hatten insgesamt 47 Mitarbeiterinnen, die dann positiv waren, anhand des Immunglobulin-Spiegels, das IgE, den Nachweis, oder halt auch direkt PCR. Das sehen Sie auf jeden Fall nochmal hier unten ganz kurz, dass derzeit aktuell vom 26.10. bis dato heute, das ist ein sehr, sehr kurzer Zeitraum, Sie wissen selber, momentan ist eine extrem hohe Dynamik an Covid-Fällen oder SARS-CoV-2 Infektion. Wir haben bis dato seit dem 26.10. alarmierend schon 10 Mitarbeiterinnen, die jetzt schon wieder neu infiziert sind an diesem Covid, an der SARS-CoV-2-Infektion. Und das ist umso mehr alarmierender, damit wir unsere Mitarbeiter vielleicht noch strenger an die Hand nehmen sollten. Bei der nächsten Folie sehen Sie einmal die Ergebnisse, das heißt demografischen Merkmale, aber auch die Vorerkrankungen. Sie sehen hier, wir haben eine relativ gute Übersicht. Das Medianalter der meisten Mitarbeiterinnen lag bei ungefähr 44 Jahren. BMI, nicht so wie meiner einer, lag noch relativ unterhalb, lag bei 25. Der Arbeitsbereich der meisten Mitarbeiter, 75% beteiligt, waren direkt in der Patientenversorgung denn auch beteiligt. Bei der nächsten Folie sehen Sie die Symptomatik der 47 positiven getesteten Mitarbeiterinnen, und Sie sehen auch eindeutig, jetzt außer Husten und sonstigen Dingen, sehen Sie auch, dass auch das neurologische System mit inbegriffen war, das bis dato gar nicht wussten, gerade insbesondere Geruchs- und Geschmacksempfindungsstörungen. Das war für uns damals wirklich das erste Mal, wo wir dachten, mein Gott, weshalb treten Geruchs- und Geschmacksempfindungsstörungen auf? Heute wissen wir, SARS-CoV-2 ist eine Multiorganerkrankung, was natürlich entsprechend auch andere Organsysteme involviert, wie zum Beispiel das Nervensystem, was hier an dieser Grafik ganz gut herauskommt.
Und wenn man die Ergebnisse einmal vergleicht, und zwar positiv getestete Mitarbeiterinnen versus mit dem negativen getesteten Mitarbeiterinnen, sehen Sie hier eindeutig, dass wir hier haben, positive Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen hatten häufiger Kontakt zu einem nachgewiesenen Covid-19-Fall und des Weiteren Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, die bei Kontakt mit einem Covid-Fall einen Mund-Nasen-Schutz getragen haben, wurden weniger positiv getestet. Ich denke mal, das sind die zwei wichtigsten Kernaussagen. Wir hatten bis dato relativ früh schon diesen Mund-Nasen-Schutz eingeführt und ich glaube, das war auch der Meilenstein für unsere Mitarbeiter. Des Weiteren sehen Sie im nächsten Slide einmal der Vergleich positiv getesteter Mitarbeiterinnen und versus dem isoliert nur für IGA getesteten Mitarbeiterinnen. Und wie Sie in der Grafik oder einer Tabelle wunderbar sehen, die Patienten waren eher bei IGA eher unspezifisch im Sinne von, naja, das waren unspezifische Infektionen. Und auch die Patienten, die IGA positiv waren, isoliert, hatten nicht die klassischen Symptome wie bei diesen Patienten oder Mitarbeiterinnen mit IgG und PCR-positiven Befunden. Also eindeutig kann man auch hier sagen, positive Mitarbeiterinnen, also positiv Covid-Mitarbeiter sind häufiger symptomatisch als die isoliert IgA getesteten Mitarbeiterinnen. Gründe, warum hatten wir hier am St. Antonius Hospital eine niedrige Infektionsrate, also niedriger als wir am Anfang dachten. Wie schon anfangs gesagt, wir hatten den Mund-Nasen-Schutz schon sehr früh eingeführt, auch wenn es am Anfang noch wenige Mund-Nasen-Schutze gab. Wir haben es auch selber dann auch mehr oder weniger häkeln und basteln lassen, aber die Mund-Nasen-Schutzpflicht wurde relativ hier sehr früh eingeführt. Des Weiteren, wir haben einen Krisenstab oder Koordinationsstab relativ auch früh initiiert. Wir haben eine Covid-19-Isolierstation auch schnell auf die Beine gestellt und ganz wichtig, für alle unsere Mitarbeiterinnen wurde so ein Sorgentelefon oder ein Mitarbeitertelefon errichtet, was 24/7 am Anfang an durchgehend für die Beratung der Mitarbeiterinnen zur Verfügung stand. Das hat man dann die Qualitätsmanagement, Risikomanagement mit der Betriebsärztin Frau Dr. Kranen alles gestemmt. Auch die individuelle betriebsmedizinische Betreuung durch die Frau Dr. Kranen selber und auch die Schaffung einer eigenen Abstrichambulanz waren ebenfalls Meilensteine, die zu einer niedrigen Infektionsrate führten. Des Weiteren, wir haben relativ schnell auch Hochrisikobereiche definiert, Intensivstation, die zentrale Notaufnahme und auch die Isolierstation. Die wöchentlichen Online-Fortbildungen, also jeden Freitag, wenn man nach Hause geht, kann man ein Online-Päckchen sozusagen mit den neuesten SARS-CoV-2-Infektionsinformationen, wo sich der Mitarbeiter schon am Wochenende beschäftigen konnte und nicht erst am Montag. Des Weiteren haben wir eine Fieberambulanz eingerichtet für den Fall der Fälle, dass wir die Patientenströme frühzeitig separieren könnten. Zusammenfassend will ich an dieser Stelle festhalten, ungefähr 3,9% der Mitarbeiterinnen in unserem Krankenhaus wurden positiv auf SARS-CoV-2-Infektionen getestet. Die häufigsten Symptome habe ich Ihnen vorhin genannt, Kopfschmerzen, Müdigkeit, Halsschmerzen, Husten und an Top 5 die Geruchs- und Geschmacksstörung. Und zum Schluss, ganz wichtig, das ist nämlich nochmal vorhin, der frühe Einsatz des Mund-Nasen-Schutzes hat hier wesentlich zu unserer positiven Studie beigetragen. Zum Schluss möchte ich mich natürlich herzlich bedanken an die ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des St. Antonius Hospitals in Eschweiler, das gesamte Studienteam, basierend auf dem Qualitätsmanagement, dem Risikomanagement, der Hygiene und insbesondere Frau Dr. Kranen, des Weiteren dem Labor Wisplinghoff, hier möchte ich betonen, Herrn Dr. Platten und nichtsdestotrotz federführend mit an der Stelle dabei, ohne die wäre nichts gelaufen, die Berufsgenossenschaft für Gesundheits- und Wohlfahrtspflege sowie dem Institut für Epidemiologie und Versorgungsforschung am Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg, Herrn Professor Nienhaus und Frau Dr. Peters, herzlichen Dank.